Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit dem Turkey and Ham Sub. Ein leckeres, deliziöses Kunstwerk, bei dem ihr diverse Truthahnbrustscheiben und Kochschinkenscheiben vereint auf einem Sub habt. Und jetzt wiegen wir erstmal das Sub. Das ist ein Footlong, das heißt also, es sind zwei 15 cm Subs. Und wir kommen da auf, es ist ein bisschen hin und her gewabbelt, ungefähr 470 Gramm. Ja, 470 Gramm für ein Footlong. Und zwar ein Turkey und Ham. Ich habe eigentlich alles drauf, was geht. Ich habe nur etwas weggelassen, und zwar Jalapenos und Oliven. Ansonsten ist alles drauf, was geht. Als Soße habe ich gewählt die leckere Onion-Soße. Und was verdrücken wir denn hier? So, also ein 15 cm Sub mit diesen Werten bringt uns 288 Kilokalorien, und das natürlich mal 2. Das sind fast 600. Aber okay, das Ding ist dann wirklich groß und ihr seid so gut wie satt, nachdem ihr dies verspeist habt. Das sind 1204 Kilojoule, wow, pro 15 cm Sub und 4,5 Gramm pro 15 cm Sub. Das gesättigte Fettsäuren sind 2,1 Gramm, 39 Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker 6,4, Ballaststoffe sind 3,5, Eiweiß 21,3, das ist doch mal ein guter Wert, 1,8 Gramm Salz und 0,7 Gramm Natrium. Und dieses Teil schmeckt. Man merkt die frischen zubereiteten Zutaten, denn bei Subway wird für euch alles frisch gemacht. Das ist wirklich cool, ihr steht an der Theke, ihr könnt aus diversen Broten wählen. Ihr könnt aus diversen Toppings wählen, denn das Sub Turkey and Ham bedeutet eigentlich nur, dass Truthahnbrust und Kochschinken drauf ist. Den Rest könnt ihr frei wählen zum gleichen Preis. Das Einzige, was extra kosten würde, ist, wenn ihr extra Käse wollt oder extra Bacon oder sowas. Das kostet extra, aber die Salate sind im Preis inbegriffen und das schmeckt man auch. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich immer. Also ich war in keinem Sub, wo ich nicht sehr freundlich begrüßt worden bin und dann auch ein vernünftiges Sub kredenzt bekommen habe. Die Mitarbeiter haben immer, wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass ein Sub-Mitarbeiter keine Handschuhe getragen hat beim Belegen des Subs. Finde ich eine super tolle Sache, sehr hygienisch. Und vor allen Dingen, das Sub-Sandwich wird immer frisch gemacht. Es wird frisch vor euren Augen belegt. Ihr könnt zum Beispiel wählen zwischen Käse oder Frischkäse. Ein kleiner Tipp, ich nehme immer Frischkäse. Das schmeckt einfach besser und ist hochwertiger. Dann noch ein kleiner Tipp, das Turkey and Ham Sub ist... Oh, das ist das zweite. Oh, jetzt ballern wir uns noch das zweite rein, Leute. Das Turkey and Ham Sub ist immer samstags das Sub des Tages. Das heißt also, wenn ihr samstags dieses leckere Sub-Sandwich in euch aufnehmen wollt, dann zahlt ihr sogar etwas weniger als an den anderen Tagen. Und was ich auch eine Killer-Application finde an den Sub-Läden ist, man ordert ein Getränk und kann nachfüllen, so oft und so viel man möchte. Sehr guter Service, sehr gut belegte Subs, sehr lecker und der Preis ist attraktiv. Er ist gut, wenn man sagt, ich baller mir ein Long Sub, also ein Food Long rein und esse vielleicht noch ein der Cookies und bin satt. Sehr guter Preis, Leistung. Wirklich sehr gut. Und wie gesagt, dieses Turkey und Ham schmeckt so gut mir, dass ich für dieses Turkey und Ham Sub Footlong eine 8 von 10 Punkten bewerte. Weil die Kombination aus Truthahn und Kochschinken ist einfach sehr lecker gewählt. Und was es dann noch so richtig abgeht, ist der Frischkäse. Der Frischkäse bringt nochmal Geschmack dazu. Die frischen Zutaten runden alles ab. Wir haben Paprika dabei. Wir haben, wenn ihr wollt, Jalapenos dabei. Die sind mir aber zu scharf, denn ich bin ein scharfes Weichei.
Wir haben Oliven, wenn ihr mögt. Aber ich finde, aber die Oliven machen alles kaputt. Die reißen nämlich immer so den Geschmack an sich. Und ihr könnt sogar aus diversen Brotsorten wählen. Es gibt Standardbrot, es gibt Mehrkornbrot, es gibt überbackenes Brot, wie ich jetzt gerade. Ich habe dieses überbackene Oregano-Brot, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Bezeichnung. Aber ihr könnt aussuchen und futtern dort, was ihr wollt auf diesen. Außer es muss dann Truthahn und Kochschinken drauf sein. Ne? Ansonsten könnt ihr futtern, was ihr wollt, solange es keine weitere Fleischbewertung gibt. Also ein sehr gutes und leckeres Sub-Sandwich. Knallt euch das mal rein. Am besten, wenn es Sub des Tages ist. Oh, ich trauere jetzt schon wieder dem Ende dieses leckeren Videos hinterher. Es ist super lecker. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.